Tageslichtlampe, wenn man hier drauf drückt, ja, dann sieht man schon, ist man fast blind. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe lange, ja genau. Liebe Leute, es dauert nicht mehr allzu lange. Alter, was ist denn los? Liebe Leute, es dauert nicht mehr allzu lange. Die letzten Wochen sind gezählt. Ich freue mich schon irrsinnig, der Drop meiner neuen Modemarke SEM. Bis dahin gilt natürlich wie bekannt die alte Regel für euch. Jetzt gerade wird in Portugal produziert. Natürlich gibt es es nicht einfach in einem stinknormalen Karton, sondern alles fixfertig schön eingepackt in einer edlen Box mit Magnetverschluss. Ich lasse mich da nicht lumpen, das Ganze hat Qualität. Würde ich mir sogar selber kaufen. Hat auch lang genug gedauert. Also seid auf alle Fälle ready, ich freue mich schon irrsinnig drauf. Aber genug gequatscht, was die Modemarke betrifft. 10 Dinge, ohne die ich nicht leben könnte, beziehungsweise 10 Essentials. Ich habe die Idee von Kilian Jonas geklaut, der hat es vermutlich aus Amerika. Nichtsdestotrotz, nicht nur Fashion-Dinge, sondern natürlich auch Gegenstände aus meinem alltäglichen Leben. Es handelt sich aber hier nur um materielle Dinge, möchte ich auch dazu sagen. Wir wollen gar nicht mal länger quatschen. Ich fange jetzt direkt durcheinander mit den 10 verschiedenen Dingen an. Punkt Nummer 1, ganz klar, ist natürlich die Kamera. Das ist eine Canon. Blödsinn. Ich kenne nicht mal meine Kamera. Das ist eine Panasonic Lumix LX15, glaube ich, mit der ich meine Videos aufnehme mit Klappbildschirm, so dass ich mir selber die ganze Zeit in die Fresse schauen kann und mit richtig beschissenem Autofokus. Keine Empfehlung, wird da gelassen. Übrigens, keins dieser Produkte ist irgendwie eine Produktempfehlung. Also habe ich alles selbst bezahlt und bekomme kein Geld für die Empfehlung. Gar nicht mehr länger quatschen. Let's go, Gegenstand Number One. Und der war die Kamera. Gegenstand Number 2 ist natürlich mein MacBook. Nachdem mir ja im Rahmen des Einbruchs mein anderes MacBook gestohlen wurde, musste ich mir natürlich ein neues zulegen. Das ist ein MacBook Pro, eins mit Touch-Display. Also der hat diese Balken da vorne, wo man irgendwelche Dinge machen kann. Bin sehr zufrieden, war relativ teuer. 3500 Euro habe ich mir vom Verkäufer natürlich ordentlich aufschwatzen lassen. Das braucht man. Wenn du YouTube-Videos schneidest, braucht man das. Das ist wichtig. Grafikkarte, Prozessor, was auch immer für technische Ausdrücke da rausgehauen hat. Hat auf alle Fälle funktioniert und ich habe 3,5K liegen lassen dort. Aber bin sehr zufrieden. Videos dauerten früher 45 Minuten zum Rendern. Jetzt dauern die teilweise nur mal 6 bis 10 Minuten. Dann sind die fertig. Also von dem her hat sich das auf alle Fälle schon ausbezahlt. Bis auf die Box, die Meier gegangen ist. Muss ich noch reparieren lassen. Das ist Gegenstand Nummer 2. Ich greife jetzt wahllos einfach mal zu Gegenstand Nummer 3 und das ist meine Adidas Jogginghose. Also ich finde die mega nice. Hier vorne hat die so eine eingenähte Bundfalte, die habe ich immer an, wenn ich zu Hause bin oder mir schnell mal ein Kebab oder sonstiges zum Essen hole. Die ist so nice und so bequem, dass ich mir die gleich zweimal zugelegt habe. Ich trage auch jetzt im Moment eine, also auf alle Fälle eine nice Hose. Kann ich nur schwerstens empfehlen. Gibt es einfach, glaube ich, auf adidas.de. Oder AT, je nachdem, Österreich, Deutschland oder CH. Die habe ich auch in anderen Farben. Ich glaube, ich habe die noch in grün und das war's, glaube ich, eh schon. Gegenstand Nummer 4 ist dieses Duschgel. Nochmal dazu gesagt, keine Kooperation, keine Bezahlung oder sonstiges. Das ist das Axe Black Knight, nachdem ich bei irgendeinem Festival mir Duschgel geschnorrt habe von einem Kollegen und Mädels dann zu mir gesagt haben, was das für ein Parfum ist, das ich da trage, ich rieche so unfassbar gut. Seitdem habe ich nur mehr dieses Shampoo. Kommt bei den Mädels ganz gut an, kann ich nur schwerstens empfehlen. Axe Black Knight, mega Duschgel. Gut, wir schauen weiter, Freunde. Und der nächste Gegenstand ist eine Banane, nice. Ah, lecker. Der nächste Gegenstand ist obviously mein iPhone. Natürlich schon mit dem MEM-Cover, das später dann auch im Shop erhältlich sein wird. Ohne dem geht natürlich nichts. Nächster Gegenstand, Freunde, ist mein absoluter Lieblingshoodie aktuell, der Balenciaga Hoodie. Ich habe einfach ohne Scheiß keinen Hoodie, der so nice ist wie dieser. Nicht weil Balenciaga draufsteht, sondern weil der Stoff einfach so qualitativ hochwertig ist und du einfach beim Anziehen auch vom Fit einfach spürst, dass du Qualitätsware anhast. Ich weiß nicht, warum viele Leute über Balenciaga schimpfen, mit diesem Hoodie haben sie sich einfach rein qualitativ selbst übertroffen. Der Stoff ist richtig dick, wenn du ihn wäschst, wird er nicht hart, so wie das manche Hoodies werden. Die Farbe bleicht auch nicht aus, also ich bin mit dem wirklich zufrieden. 650 Euro habe ich dafür bezahlt. Es gibt weitaus teurere Hoodies bei Balenciaga. Also den kann ich wirklich nur schwerstens empfehlen. Ich weiß aber nicht, ob der noch verfügbar ist, aber der ist echt Bombe. Trage ich irrsinnig gern. Wirklich, also der ist, ich habe den fast jeden Tag an. Wahnsinn.
Wir kommen zum nächsten und das ist meine Rolex. Das ist eine GMT Master. Mit der bin ich hochzufrieden. Aktueller Wert, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 15.000 Euro. Vielleicht sogar teurer, ich weiß es gerade nicht. Aber auch die, über die geht nichts. Ich habe auch nicht vor mir, zukünftig irgendwie eine andere Uhr zu holen. Vielleicht maximal eine Audemars Piguet. Die finde ich mega nice. Ihr habt ja auch gesehen, wie ich damals auf die Uhr von Lelano reagiert habe. Hier nochmal abchecken. Der hatte die ja iced out. Iced out weiß ich nicht, ob ich so der Typ dafür bin. Prinzipiell finde ich, dass sie nice aussieht, vor allem die Audemars Piguet. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber aktuell habe ich nicht vor, mir eine neue zu holen. Also auch mit der bin ich mega, mega zufrieden. Geht nichts drüber. Schauen wir zum nächsten Gegenstand. Gegenstandnummer, keine Ahnung, ich habe die Zahl verloren. Das sind Sneakersocken. Ganz normale Sneakersocken, Freunde. Allerdings von der Marke Nike. Warum müssen die von der Marke Nike sein? Aus dem einfachen Grund, weil die an den richtigen Stellen einen Gummizug haben und sich diese Socken einfach perfekt an den Fuß anpassen. Wer kennt die klassischen H&M Socken? Irgendwo bleibt man hängen, du verlierst den halben Socken oder er rutscht oder er passt irgendwie nicht. Das Problem habe ich mit diesen Socken nie. Ich finde die mega cool. Ich habe nur noch diese kurzen Sneakersocken. Kann ich wirklich schwerstens empfehlen. Preis, keine Ahnung wie viel die kosten, aber nicht allzu teuer. Kommen wir zum nächsten Gegenstand und das sind meine Balenciaga Speed Trainer. Auch ohne die geht nichts. Man sieht, ich habe die schon schwer gerockt, die sind schon relativ schmutzig auf der Seite, aber das sind einfach so bequeme Schuhe, die mit diesem schlichten Schwarz-Weiß-Look einfach überall gut dazu passen. Trage ich Winter wie Sommer, auch die kann ich schwerstens empfehlen bei einem Preis von 650 oder 600. So um den Dreh, zwischen 600 und 700, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, aber auch das mega nice Sneaker habe ich schon oft genug gezeigt und immer wieder darüber geschwärmt, wie gemütlich diese Schuhe sind, aber mach's gerne noch einmal, sie sind einfach wie Socken mit Sohlen. Gut Freunde, der nächste Gegenstand ist meine Zielliste. Hier stehen meine kurzfristigen und langfristigen Ziele im Leben. Das ist für mich ganz, ganz essentiell. Meistens am Vormittag gehe ich nochmal alles durch, um mir meine Ziele nochmal ins Gedächtnis zu rufen und mich selbst zu fokussieren und darauf hinzutrimmen, diese Dinge auch zu erreichen. Wer das nicht macht, auf jeden Fall Ziele aufschreiben. Wer sich seine Ziele nicht aufschreibt, der kann sie vermutlich auch nicht erreichen. Kommen wir zum vorletzten Gegenstand, liebe Leute, und das ist eine sogenannte Tageslampe. Ja, jetzt habe ich es natürlich nicht angesteckt. Scheiße, jetzt habe ich die Kamera Dreck, verdammt! Na super, jetzt seid's da drüben. Ja, ist mir jetzt wurscht. Das ist eine sogenannte Tageslichtlampe. Wenn man hier drauf drückt, ja, dann sieht man schon, ist man fast blind in zwei verschiedenen Helligkeitsstufen. Warum habe ich die? Aus dem einfachen Grund, wenn die Winterzeit beginnt, dann wird es natürlich früher dunkel und ich bin ein typischer Mensch, dem das ziemlich aufs Gemüt schlägt. Und um diese Übergangszeit auszugleichen, habe ich diese Tageslichtlampe. Die wird am Vormittag oder wenn ich halt am Schreibtisch am Arbeiten bin, eingeschaltet und erfüllt mich mit schönem UV-Licht, das mich also ganz wieder glücklich macht. Kann ich nur schwerstens empfehlen, hat auf jeden Fall einen Effekt, auf mich zumindest. Und jetzt kommen wir zum letzten Gegenstand und das ist meine Nike Trinkflasche. Also ohne die geht einfach gar nichts mehr. Wasser, das Elixier des Lebens, auch für mich sehr, sehr wichtig. Ich trinke am Tag, glaube ich, 2 bis 3 Liter Wasser. Die fühle ich mir die ganze Zeit an. Ich muss nicht so trinken, sondern ich ziehe einfach an und habe kaltes, klares Wasser von der wunderbaren Rax aus Niederösterreich. Danke, Österreich. Das sind meine 10 Gegenstände, liebe Freunde. Schreibt mir in die Kommentare, ohne welche 10 Dinge ihr nicht leben könnt. Es ist gar nicht so einfach, wirklich auf 10 Dinge zu kommen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, welcher Tipp euch geholfen hat. Probiert ein paar der Dinge, die vielleicht nicht allzu teuer sind, mal aus. Kann ich, wie gesagt, nur schwerstens empfehlen. Ohne diese 10 Dinge könnte ich nicht leben. Liebe Leute, das war's von mir. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und seid pumped, seid gespannt auf meine neue Modemarke MAM, die Anfang Dezember rauskommt. Alles am letzten Drücker, aber es wird sich ausgehen. Ich bin guter Dinge. Das war's von mir, euer Maximilian. Das sind Sneakies.